spielen. Nervt mich gleich sowieso noch. Der nervt mich gleich sowieso noch. Das klingt ja begeistert. Ah, ist es auch. Bis 35 müsste ich spielen, habe ich genau 3 Parts. Es kommt auch zeitlich hin, weil dann immer noch genug Zeit zum Schlafen und so. Glaublich. Ja. Ich muss auch mal schlafen. Wieso das denn? Bist noch jung. Wir haben mal überlegt, wie lange wir früher Herr der Ringe online aufgenommen haben, nachts. Ja. War einmal. Alleine früher, vor einem halben Jahr oder so. Krass früher. Neues Buch. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Ja, das ätzend. Ich dachte mal, ich pulverisiere sie mal. Boah, meine Mutter hat mir heute so ein, also heute Morgen zur Schule, das ist normalerweise, hole ich mir immer auf dem Schulweg irgendwas zu essen. Und sie hat mir so ein Rap von irgendeinem Bäcker mitgebracht. War eigentlich voll wenig drinne. Richtig viel Salat, eine Scheibe Schinken und eine Scheibe Käse. Aber die Soße hat so geil geschmeckt. Ohne Witz. Ich weiß nicht, wie teuer das gewesen sein muss. War aber auch nicht besonders groß, aber hammer lecker. Und da kam dann die 6 Kilo Salat auch ganz gut. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Wo kam er denn her? Erstmal Tür aufmachen, gleich erstmal 2 von diesen Viechern nach. Ist auch nett, ne? Denken wir mal an. Empfangskomitee. Jeder macht eine Seite. Wie ausgewichen, nix ausgewichen. Hier weichen sie auch noch aus. Er wirft mir die einen hier entgegen. Und da unten ist der nächste Pult. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Ich würde sagen, den Skelett kann ich machen heute noch, wenn wir das schaffen, heißt das. Was? Wenn den Skelett kann ich noch schaffen, dann machen wir den heute noch. Ja, ich will es doch mal hoffen. Dafür überziehe ich dann auch gerne, weil 20 Minuten haben wir ja noch. Das heißt, wir müssen gerade im zweiten Part bei ca. 10 Minuten sein. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. In den Kommentaren. Da ist ein Segen. Segen des Schutzes. Hui. Gut, das haben wir noch abbekommen. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn du ihn nicht bekommen hättest. Ach, den kriege ich auch. Ja, ich hatte das mit Ram schon. Da ist so ein Spezialist drin. Oh, leggedy leck leck leck. Haltet eure Zauber aufrecht. Ave Magister. Eure Magie. Ich steck mal kurz was, ne? Ich bin frei. Nun, zurück zu meiner Mission. Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden, und ich werde euch reich belohnen. Reich belohnen. Was führt euch an diesen 4 Gold. Bam. Ich muss den Skelettkönig vernichten. Dann sind unsere Ziele dieselben. Soll eigentlich dem Skelettkönig helfen hier so? Ja, finde ich auch gut. Ich mag das sowas, wenn so. Weißt du? Wenn so jemand an der Macht ist, ist doch nicht jetzt. Also, ich weiß ja jetzt nicht, was er da so hat für Probleme. Boah, gehen wir mal auf ein bisschen mehr Damage. Ne, das kommt immer gut. Zack. Wieder noch voll viel Gold.
Läuft der Typ eigentlich bei dir hinterher? Nein. Okay. Einen von uns beiden hinterher. Ich find's geil, dass du ihn angesprochen hast und er mir hinterherläuft. Ach, jetzt kann ich slowen. Ach, Kälteschaden, ja. Jetzt slowt meine Gun, genau. Um dies herauszufinden. Ganz slowed. Ja, ich hab Gold geladen. Cool. Alter, das ist grad. Aua. Da lag irgendwas Gutes drin. Ah, unnötig. Sieht erstmal so geil aus, was da drin ist, und das ist voll unnötig. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ich stimme euch zu. Lasst uns Seite an Seite kämpfen. Kann der viel? Ich bezweifle es. Wirklich. Boah, die Geräusche sind wieder voll. Ja, weiß ich. Komm kurz in die Stadt. Wow. Ja, wir können. Ja, dann port ruhig mal zurück, bleib mal hier stehen, dass du mich quasi als Portleuchte benutzen kannst. Ach ne, du kannst dich ja sowieso zurückporten, ne? Oder wir sind halt einfach nur 7 Meter neben einem anderen Portal. Wir sind auch ein paar Idioten, ne? Ach, ist doch scheißegal. So, dann kann ich auch. Ist ja nicht wirklich. Geh ich auch mal verkaufen. Ich weiß, das bringt zwar fast kein Gold, aber ich habe so wenig Gold, dass ich das brauche, das bisschen. Im Akt 1 kannst du eigentlich komplett alles Weiße mit einsammeln. Ja, grau nicht, so. Aber weiß ja. Stimmt schon. Sollen wir mal kurz hier einschmelzen, hätte ich fast gesagt. Ab gelb kommt, dass du bestätigen musst, ne? Ob du das wirklich verballern willst. Jetzt teleportier dich endlich! Ach, geh doch. Hab ich ganz liegen, hab ich liegen lassen da, die Lederhosen. Und die einfache Hand und Handarmbrust, keine Ahnung. Ob es jetzt ein Handschuh war oder eine Handarmbrust. Ob es jetzt ein Handschuh. Handarmbrust, ja? Es war eine Handarmbrust, kein Handschuh. Hand am Brust. Ja. Warum stehen hier eigentlich immer Kerzen in der Ecke? Weißt du was? Das ist auch wieder so eine Frage. Wer hat Zeit, die Kerzen... Wer hat die Kerzen angemacht, ne? Wer tauscht die auch immer aus, vor allem? Ich meine, da muss ja schon, ne? Zeit haben für... Mal eben hier so alles mit, hier oben geht's so weiter. Mal eben hier so alles mit Kerzen equippen, ne? Oh. Manche Leute haben halt Zeit, weißt du? Das kostet auch. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Schwarze Magie? Ich nenne sowas Fallen. Oder Speere. Oder. Ihr wart Speerfallen. Wie konntet ihr diesem Zirkel erliegen? Ach, nix kannst du, ey. Hier, frisst das. Meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen nicht bitte, vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat. Jetzt drop auch halt was. Geh doch. Voll geil, erstmal als allererst mal ins Umdenken. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Eure Bücher haben keinen Wert für mich. Sie sind euer. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Ach, Ebene 4. Der Ebene da auch immer noch kommen, ey. 47. Also beide in die falsche Richtung laufen, instinktiv. Warum auch Minimap lesen? Hey, blaue Viecher.
Sorry, ich war gerade am gucken, was meine Waffe so kann, oder was mein neues Schild kann, besser gesagt. Aber es kann leider weniger als mein jetziges. Ist zwar verzaubert, aber dafür macht es halt 8 weniger Rüstung. Geld. Mach erstmal ab in die andere Richtung. Okay. Da blockt die Sau mich wieder. Hier ist ein Buch. Oder auch nicht. Oh, der hat aber viel Gold dabei. Das war ein Jans Reicher, der rechts in der Ecke. Stärke des Aals. Achso, ich habe Anal gelesen. Hast du Anal gelesen? Ja, fast dasselbe. So, das ist noch besser, die Waffe. Habe ich zwar keinen Kenntnis. Wann kommst du denn jetzt mittlerweile? Ich komme auf. Momentan. Bup, Stufe 10, Stärke. Bup, bup, Schaden 25,11. Alles klar, mich doch noch. Dann bist du was? Doch noch höher. Okay, wie alt bist du? 25,33. Na gut, das ist auch kein großer Unterschied. Und rüstungstechnisch? Aber ein bisschen. Weil Rüstung hast du natürlich die du herstellen konntest, ne? Aber. Ja. Ich hab 208. 285. Geht ja sogar noch der Abstand, hätte ich krasser gedacht. Ach, dann laufen die da drum rum, die Penner, das kann nicht dein Ernst sein. Gar nichts könnt ihr, komisches Ghetto. Oh, hier ist irgendwie. Ach ne. Ein Ernter ist so. Komm, stirb. Hauptsache aus seinem Magen kommen Skelette. Ich würde für eine gesündere Ernährung plädieren. Wir haben keine Skelette, da kamen Kobolde raus. Oh, ja, ich würde für eine noch gesündere Ernährung plädieren. Ich meine, das kann nicht gut sein. Wobei, gut, das kommt dir nur so vor. Der wird wahrscheinlich andere Probleme haben als gerade das. Yay, mehr Erfahrung. Wie wenig jetzt nochmal überlebt, was da rauskommt. Das ist so abartig. Da snackt er sich die Holzbarrikaden-Kills vor meiner Nase ab. Ich bin echt müde. Irgendwie. Kann ich gar nicht verstehen. Wieso? Auch müde. Natürlich immer. Wieso natürlich? Ach, oh hey. Seit wann bist du wach? Seit heute Morgen früh irgendwann, ja. Ja, ich auch. Seit 6.30 Uhr seit heute. Und das nur, weil ich überwältigt habe. Das war stimmen. Massaker, 13 Monster getötet. Yay! Gold, Kobalt! Ich komme! Der hängt auf einem Punkt fest. Lauf gefälligst und lass Gold fallen. Scheißegal, dass er auf einem Punkt stehen bleibt, lässt er die ganze Zeit Gold fallen. Ich habe ihn extra nicht gleich getötet, damit er noch mehr Gold fallen lässt. Oh, er hat einen guten Hut fallen lassen mit mehr Magic Found. Hat zwar eine Rüstung weniger, aber dafür mehr Magic Found. Boah, nur Zauberer. Bin ich ein Zauberer hier oder was? Ich hab Hexendoktor Stuff gefunden und zwar ziemlich guten. Jetzt wär's ziemlich gut, wenn jemand einen Hexendoktor spielen würde von uns, ne? Tja. Du ich übrigens. Ja, der ist schon ein bisschen was höher. Weil ich als Main schaue. Ich wollte gerade sagen, der wird das hier nicht gebrauchen können, wahrscheinlich. Eigentlich nicht. Und wenn ja, dann hast du eindeutiges falsche Gear.